Ich weiß nicht, ob ich sehen kann. Sind die Untote? Menschlich. Sie haben allesamt ein Wappen. Ja, gut, also menschliche Heraldik ist mal ein bisschen besonders schwer für dich zu erkennen, aber das soll wohl ein Wolf sein, der vor einem roten Mond heult. Rot wird er nicht sehen. Es ist immer noch farblos, nicht wahr? Genau. Gut. Da ich ja offensichtlich gesehen wurde, erhebe ich mich dann. Und ich bin immer noch locker, für Menschen locker außer Reichweite, wie man mir klar gemacht hat, und gehe entsprechend relativ entspannt zu den anderen zurück. Das sind Menschen im Wald. Viele noch dazu. Viele? Also ihr meint jetzt diese Armee, die wir gesehen haben oder die Spuren gesehen haben? Kurz zur Erklärung, Iserin, du sagtest ja, er soll vorgehen. Eigentlich hat er sich nur gerade in ein Gebüsch gesetzt, hat kurz gewartet und ist ja wieder aufgestanden. Also er hat sich, ich sag mal, 10 Meter von euch entfernt. Aber an dem Reh stand er nicht dran. War das alles, Mindarion? Sie haben alle ein selbes Zeichen auf der Brust. Also sieht ein bisschen aus wie ein Wolf. Ich weiß nicht, aber wie schlecht gemalt. Ein Wolf. Und sie sind Und sehr was gut. beabsichtigen Sie? Und ich denke wohl, es ist dann eine Art Hinterhalt, für wen auch immer jetzt dieses Reh an sich nehmen möchte. Also Sie sind bewaffnet. Ja, natürlich, mit Bögen. Und sie denken, sie sind sehr gut getarnt, glaube ich. Aber eigentlich sind sie leicht zu sehen. Seht ihr da hinten? Natürlich, natürlich. Da ist ein Baum. Ich weiß jetzt nicht, wovon du sprichst, aber da ist ein Baum. Oben in der Blattkrone, zwischen dem zweiten und dem dritten Ast. Genauso Erster, wie er sagt. zweiter, dritter. Ach. Nee, also auf die Entfernung, selbst wenn er auf sie deutet, ihr könnt sie nicht erkennen. Ihr seht einen Scheiß. Also Natürlich. ja, wie viel sind das jetzt? 200 Meter, 250 Meter, die haben 15 Sternchen und sitzen im Wald. Das heißt, sie kriegen nochmal 7 Punkte Erleichterung, also pff, keine Chance. Aber Boltax will sich die Blöße nicht geben, sie nicht zu Ja, sehen. genau. Also, Sie haben ein Bild auf Ihrer Kleidung mit Ja. einem Wolf. Ich denke, es soll ein Wolf vor einem Mond sein. Ich bin nicht sicher. Kann ich mal auf Heraldik würfeln? Ja, Heraldik oder Geschichtskenntnis mit Kriegshistorik wäre auch Möglichkeit, aber ja, Heraldik sollte gehen. Ja, Militärheraldik. also braucht man jetzt die Spezialisierung irgendwie in Kriegsgeschichte oder nicht mehr? Brauchst du nicht, aber wäre natürlich dann sinnvoll, wenn du so eine Talentspezialisierung hättest. Ich würfel mal auf Geschichtswissen. Heraldik sind wir alle richtig scheiße. Also ich meine, ich kann ja noch eine Kriegskunstprobe dahinter würfeln. Nee, das. Ach, Geschichtswissen. Mit Walde kannst du Reicht. was würfeln. Wenn das ein roter Mond wäre, gut, die Farben kannst du jetzt aktuell nicht deuten, aber Söldnerbanner Roter Mond hat im Orknernkrieg gekämpft. Die sitzen irgendwo im Norden. Würde auf alle Fälle passen mit, naja, gut, Greifenfurt ist halt nicht im Norden, aber. Zumindest gab es von dort aus kein Kriegszug. Galotta ist nach Süden gezogen, nicht nach Norden. Und was weiß ich noch über dieses Söldnerbanner? Also sind die desertiert oder haben die Nee, sich nee, nee, ruhmreich nee. Das geschlagen? sind Ork-Landveteranen, die wissen, was sie tun, vor allem gegen Orks. Die kann man anheuern, die sind teuer, aber ihr Geld wert. Rafim, ich brauche mal deinen Rat. Ja. Ich denke, dass dieses Banner einem Söldnerbanner gehört, beziehungsweise dieses Waffen. Das müssten eigentlich Veteranen aus dem Orkenkrieg sein. Frag mich aber nicht, du. Da gibt's so viele Leute, die haben Wölfe auf der Brust, ne? Das Nein, frag mich nein, nicht, wie nein, die nein. heißen. Wie geht man am besten mit solchen Leuten um, wenn man denen klar machen will, man will hier keinen Streit? Das kommt drauf an, was ihre Befehle sind. Warum geht ihr Nee, nicht hin das. und sagt ihnen, dass ihr keinen Streit wollt? Wir Dafür könnten den müssen wir. Elfen Bögen haben? vorschicken. Ja, den Elfen als Geschenk vorschicken. Dafür müssen Finde wir ich natürlich auch in gut. Schießreichweite Was? sein. Wir machen doch keine Geschenke. Ja. Könnten wir eine Zarflagge hissen? Das kommt drauf. Ich weiß halt nicht, wer sie bezahlt. Die Frage ist, ob sie die Zarflagge als solche erkennen, wo wir doch keine Farben sehen. Das ist ein Naja, guter wenn wir, Argument. wenn wir ein, wenn wir eine Flagge vor uns her wedeln, die sind ja auch nicht ganz bescheuert. Oder glaubst du, dass wir hier, dass die denken, dass wir hier stehen mit unserem braunen Lappen und den hin und her wedeln? Ich meine, möglich wäre es.
Mendarion, sagt einmal, sitzen die nur in diesen Bäumen, die ihr gezeigt habt, oder auch auf dem Weg verteilt? Also können sie uns mit ihren Wachen nur von vorne angreifen oder auch von den Seiten? Weißt du? Also die sitzen so, dass wenn ihr an das Reh herantretet, sie euch beschießen könnten. Und wirklich eingekreist werden könnt ihr dann nicht. Das, ihr geht einfach, stellt ihr den Wald als gerade Linie vor, der nach Norden führt aktuell. Und ihr seid eben in Entfernung zum Wald, geht ihr jetzt eben parallel zu diesem Wald, zu dem Waldrand, geht ihr nach Norden, weil ihr den eben umgehen wollt. Und dieses Reh soll euch einfach dann weiter heranlocken, sodass sie euch beschießen könnten. Aber umkreisen ist so nicht möglich. Ich denke eher, sie versuchen jemanden zu fangen, der dann nach Nahrung sucht. Warum auch immer dieser jemand sich nicht selbst schießen sollte. Das Reh ist übrigens frisch, also vielleicht nicht unbedingt für euch, nicht für euch geschossen, aber definitiv für euch dahingelegt. Sagt einmal, können wir sie umgehen? Ja, aber sie haben uns auf jeden Fall gesehen. Wir stehen jetzt nicht. Das ist doch blöd, hier jetzt zu warten. Fläche. Ich werde jetzt dorthin gehen. Soll ich euch begleiten? Wenn ihr möchtet, aber dann haltet euch nahe an mich. Ich beginne einen Fortifex in der Variante bewegliche Wand zu wirken. Lasse mir dabei Zeit. Oh, sehr schöne Idee. Wie lange hält der? 5 Minuten? Kommt ZFB Stern um. Ich glaube, ZFB Stern mal 10 Kampfrunden. Wirkungsdauer, genau. ZFB Stern mal 10 Kampfrunden. Exakt wie er es gesagt hat. So, Zeit lassen. Gut. 60? Ja. So ist es. 60 Kampfrunden. Gut. Dann webst du die Matrix vor deinem Auge, die Wand entsteht und ihr könnt gemeinsam oder du alleine auf sie zugehen. Wie wollt ihr es tun? Ich gehe mit. Mich interessiert das. Ich bin neugierig. Ich will wissen, warum die im Busch sitzen. Aber mir? Natürlich nicht. Was glaubst du hier? Beutax? Ja, ich würde mitgehen, weil ich auch neugierig bin. Ja, was? Ja, gut. Auf ihm? Ich bin auch dabei, das wird super. Aber mir bleibt als einziger stehen mit seinem Wagen. Gut, dann müssen wir uns tatsächlich quetschen, weil das ist 2x2 Meter. Rafim, zieh den Kopf ein. Oh, ich zieh doch nicht den Kopf ein. Doch hintereinander gehen. Nein, wir sind eine geschlossene Wand. Gut, ja, Isarun spricht dann die Worte, einen Moment, Paris Arcanus Exoriatur. Und der Effekt, den ihr schon in der Burg beobachten konntet, beginnt sich vor ihr zu manifestieren und wird dann, nachdem der Zauber wirkungsvoll geworden ist, durchsichtig. Ja, im Schutze ihres Fortifex macht sich Isarun zusammen mit ihren Gefährten auf den Weg zu den im Gebüsch lauernden Söldnern. Sie geht gemessenen Schrittes. Sie ist sich offensichtlich bewusst, dass hier Leute auf sie lauern und versucht dann halt auf Mendarions Hinweise hin die Ersten zu erhaschen, je näher sie kommt. Ja, immer noch kein Rascheln, kein Knacken von Zweigen. Du achtest immer mal wieder auf die Stellen, auf die Baumwipfel, auf die Baumkronen, auf die der Elf Mendarion gezeigt hatte, aber du siehst sie nicht, du hörst sie nicht, die sind einfach nicht da. Du siehst das Reh, wie es vor dir größer und größer wird und kannst es natürlich ignorieren und direkt auf sie zugehen oder aber davor stehen bleiben. Ich würde davor stehen bleiben. Dann mal einen Moment abwarten und dann mit lauter Stimme weitersprechen. Den Zwölfen zum Gruße. Wenn ihr auf unserer Seite steht und nicht auf der Seite der Dämonendiener, dann zeigt euch und sprecht mit uns. Ja, du kannst nach kurzer Zeit auch erkennen, wie ein Offizier mit einigen Abzeichen auf seiner Brust aus dem Wald heraustritt. Er ist komplett in Leder gekleidet. Die Farbe kannst du wohl nicht hier ganz erkennen, aber es ist wohl die identische Farbe, wie auch der Wald besitzt. Also das gleiche Grau. Also, dass er damit zu verschmelzen scheint. Und unabhängig von der Farbenfinsternis könntest du auch wohl ansehen, dass er sich darauf angepasst hat. Einen großen Speer, den er in seiner Hand hält und dann ja sehr beruhigt auf euch zukommt.
Wir haben sowieso mitbekommen, dass ihr uns gesehen habt. Einen herausragenden Elfen habt ihr da, allerdings würde ich ihm raten, dass er seinen Bogen dort lässt, wo er ihn aktuell hat und keine Pfeile auflegt. Ich denke, das lässt sich arrangieren. Sicherlich. Ja, Mentarion? Ich hab schon gesagt. Mach weiter. Wenn ihr das gleiche mit euren Leuten macht. Selbstverständlich. Wir sind uns nicht ganz sicher, wer ihr seid, aber weil das Licht mag keine falschen Umtriebe in sich führen. Gestattet, dass ich mich vorstelle, ich bin Jeroban von Liliengrund, der Oberst dieser kleinen Einheit. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Major Maga Isarun von Spugelden. Ihr könnt eurem Begleiter klar machen, dass er mit seinem Wagen sich nähern kann. Wir führen keine Umtriebe, wenn ihr keine führt. Selbstverständlich nicht. In wessen Auftrag seid ihr hier? Die Banner vom Roten Mond folgen Mabo Einauge Heberle, einem Chorgeweihten, der sich nun jemandem angeschlossen hat, der Recht und Frieden bringen wird über Tapazien. Ihr drückt euch sehr mysteriös aus. Nun, mir wurde bereits gesagt, dass sein Name in den letzten paar Jahren nicht gut gelitten ist, aber wenn... Er soll sich euch doch sicherlich selbst vorstellen. Das mögen wir nun annehmen. Euer Chorgeweihter, ist er bei euch? Mabo Heberle, nein. Aber wir können euch zu jemand anderem führen, der uns beauftragte, diese Falle zu stellen. Wen beabsichtigt ihr mit eurer Falle zu fangen? Vor allem euch. Uns wurde zwar gesagt, dass ihr in Begleitung eines Bannstrahlers unterwegs seid, aber dieser scheint wohl zu fehlen. Was tut er zur Sache? Dass er einer der Bekannten von ihr ist. Tatsache. Ihr meint nicht zufällig Leute von Auralet? Von Auralet? Nein. Wir sind zwar daran vorbeigeritten, aber mit denen führen wir keinen weiteren Handel. Statusbericht, Auralet? Statusbericht, die Burg ist nicht verlassen, aber der Einzige, der dort vorsitzt, ist verzweifelt und sucht, diese Feste wieder in Gang zu bekommen, was ihm wohl nicht recht gelingen mag. Aber sie ist nicht in Feindeshand. Sie ist nicht in Feindeshand. Allerdings gehen dort die Leute einher und aus, wie ihnen wohl gerade es in den Kram passt. Ein gewisser Albuin soll wohl dort Relikte gestohlen haben. Ach, was. Jetzt aber nicht dieser Albuin mit dem Greifenmund gerade rumläuft, oder? Das ist nicht der mit der goldenen Adermaske? Sagt der. Albuin von Regelsau. War ja typisch, ja, dann. Toll. Sachen zu stehlen? Ja, das passt zu ihm. Er hat sie bestimmt nicht gestohlen, er hat sie beschlagnahmt. Wie er das immer macht, mit Sachen, die ihm nicht gehören. Ach ja, wann? Dieses Klauen ohne zu klauen. Und mein Tipp, wen auch immer Jalan kennt, wer auch immer die Frau ist, ganz, ganz furchtbar wird uns das noch in den Arsch treten. Aber ich wollte es nur vorher gesagt haben. Ja, wie gesagt, wollt ihr weiter über Hauptmann Greifax sprechen oder wollt ihr mitkommen? Ich blicke mich mal zu den anderen um, ob es da irgendwelche Präferenzen gibt. Das habe ich mir mittlerweile auf euer Handzeichen herangerollt. Wenn sie Handzeichen gemacht haben, dann ja. Ich war jetzt erstmal beschäftigt. Ich weiß nicht, ob einer der anderen das gemacht hat. Ich habe ihn rangewinkt. Dann würde ich das Pferd wahrscheinlich herangeführt haben mit dem Wagen. Ja, auch immer noch gibt es kein einziges Knacken von den anderen Schützen, die da im Hinterhalt liegen. Mittlerweile kann auch Mendarion sie nicht mehr wirklich erkennen. Sie scheinen wohl, nachdem der Zauber von ihr abgeklungen ist, wieder mit dem Hintergrund zu verschmelzen. Und nur noch, wenn du genau hinschaust, kannst du glauben, dass sie dort sitzen. Okay. Und mir ist es egal, ob wir jetzt zuerst dorthin oder dorthin gehen. Ihr habt ja keine feindseligen Absichten, also entscheidet ihr doch. Ihr wisst sicherlich besser, was am gewinnbringendsten ist. Ja, ich kenne die auch beide nicht, mir total wurscht.
Und wenn Sie mit ihm reden möchten, dann reden wir doch mit ihm. Dürfte ich fragen, um was es geht? Wir treffen gleich irgendwen oder irgendwen anders. Ihr wirkt euch wie immer sehr exakt aus. Unsere Obfrau, die uns bezahlt. Genau, die da. Ah, verstehe. Ihr werdet euch aber nicht wieder hinterher entscheiden, dass wir sie umbringen müssen, oder? Vielleicht. Möchte man noch nichts versprechen. Wer von beiden liegt denn am nächsten? Was meint ihr? Naja, wer einfacher oder schneller zu erreichen ist. Nun, die gute Dame, die gerne ihren Namen verschwiegen weiß, liegt wohl in diesen Wald hinein, 500 Meter. Dort haben wir einen ersten Außenposten bezogen. Das Hauptheer liegt abseits des Schädelwalds, direkt im Norden von Werheim, auf der Reichsstraße. Nun, dann sollten wir direkt in den Wald hinein, nicht wahr? Ja, da stimme ich zu. Dann bringt uns doch zu dieser nicht genannt werden wollenden Dame. Isarun, ich flüstere dir zu. Wäre es möglich, dass es die Gesuchte ist? Ihr wisst schon. Das werden wir dann herausfinden. Gut. Ja, wenn ihr in den Wald einbiegt und euch wieder so ein bisschen die Realität zurückholt. Ihr könnt wohl erkennen, dass der Wald wieder grüner und grüner wird, was auch immer hier getan wird. Die Auswirkungen von Rassasurs Magie und der Globule scheinen hier wohl verdrängt wieder zu werden. Und je näher ihr geht oder je näher ihr kommt, desto mehr Geräusche könnt ihr auch hören. Und man gibt sich hier wohl nicht wirklich Mühe, abgetan zu sitzen mit einer etwas größeren Armee. Zumindest könnt ihr die ersten paar Wipfel zwischen den Bäumen aufragen sehen. Einige kleine Zelte, die hier im Schutz aufgebaut worden sind. Geklicker von Metall, von Essen. Es riecht gut nach Suppe, die hier wohl zubereitet wird. Und dann steht ihr plötzlich mitten im Wald in einem abgetarnten, verschanzten Herlager, Zelte, Banner, Flaggen, Wimpel und zwar vor allem das der Rabenmunter. Ein großes weißes Zelt, was hier aufgebaut ist, was wohl der Herrführerin gehört oder einer der Herrführer. Davor zwei Wachen, die dann allerdings auch zur Seite reden, wenn sie Jeroban von Liliengrund erblicken, der nur mit einem einzigen Handschwenk seiner beiden Finger dann sie zur Seite deutet. Ich tippe mal auf Greif. Nee, Rabenmund. Richtig, Rafim. Sehr gut. Ja, war ja klar, dass sie ihre Leute... Na gut, sprechen wir mal mit der Dame, wer auch immer sie sein mag. Wenn ihr nach und nach das Zelt betretet, könnt ihr im Zivillicht erkennen, dass dort wohl eine Veteranin steht. Vernarbt mit einer leeren Augenhöhle. Lutisana von Perikum. Ihr schon wieder. Wer ist das? Hallo. Willkommen. Ich glaube, ich habe die Frau schon mal gesehen, aber ich will nichts versprechen. Das ist keine Sorge. Würdest du uns aufklären, wer das ist? Ja, warum stellt ihr euch nicht vor, Hauptfrau? Ich bin Lutisana von Perikum, die Heerführerin von diesem kleinen Manipel. Willkommen. Oberst Spurgesen. Major, aber egal. Oder so. Setzt euch. Müsste ich die jetzt kennen, Isarun? Eine sehr bekannte Söldnerführerin. Auch eine Reichsverräterin. Och, na dann. Wo soll ich mich hinsetzen? Sie hat so oft die Seiten gewechselt, dass sie wahrscheinlich selber nicht einmal weiß, zu wem sie gehört letztendlich. Ja, du merkst wohl, wie sie schief versucht zu lachen. Das ist ja nicht ganz möglich mit der vernarbten Oberlippe. Aber sie nickt dir zu, was wohl sowas wie eine Bestätigung sein soll. Ihr habt euch also, wie von uns bereits vermutet, auf Burg Grabenmund aufgehalten. Na, das ist richtig. Morenes, schön euch zu sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Vergnügen teile. So wird das mir also Abel mir kennt. Abel mir, die Frau hat uns freundlich begrüßt. Könnt ihr es nicht wenigstens gleich tun? Nun ja, wenn euch ein Basilist freundlich begrüßt, ist das keine Freundlichkeit.
Aber mir dieses kein Sinn ist. Ihr müsst doch viel lernen über Metaphern. Er meint es nicht so. Wir hat Burggraben uns den Fall von Werheim überstanden? Wir haben uns darauf vorbereitet, uns zurückgezogen, nachdem wir das Ausmaß erblickt haben und auch die schwarze Wolke, die über uns dreute. Wir haben einen Ausfall versucht, zurück in den Rücken, aber auch dies hat wohl nicht ganz geklappt, denn die Wälder wimmeln vor Untot. Immer noch. Apatien ist verflucht. Allerdings naht unsere Rettung. Denn so wie ihr es an den Bannern bereits erkannt habt, werdet ihr sicherlich wissen, wem wir mittlerweile dienen. Nun, wer auch immer es sein mag, solange wir nichts gegen den Drachen haben, bringt uns das gar nichts. Deswegen führen wir auch keinen Angriffskrieg, sondern belagern lediglich. Wartet ihr nicht das Buch? Ich glaube auch nicht, dass das etwas bringt. Wer auch immer ihr seid, ich kenne zwar Morenus und Spogelsen, aber den Rest eurer Gruppe kenne ich nicht. Wo ist dieser Iolaus? Er wirkte mir wie ein vernünftiger Mensch. Der ist wahrscheinlich gerade beim Tee. Nicht hier, offensichtlich. Greifen wir? Mir ist immer noch nicht... Das tut nichts zur Sache, er ist auch nicht hier. Mir ist immer noch nicht klar, was ihr hier bezweckt. Wen oder was wollt ihr belagern? Falls es euch entgegengegangen sein sollte, der schwarze Drache kann fliegen. Es ist ziemlich aussichtslos, einen fliegenden Gegner zu belagern. Also was genau belagert ihr? Die zerstörte Stadt? Die zerstörte Stadt, die wohl nach den Analysen unserer Geweihten einiges an einzunehmendem Potenzial bietet. Was auch immer der schwarze Drache dort sucht, er bewacht etwas. Sollte er sich also erheben und einen Ausfall gegen uns wagen, dann werden wir ebenso marschieren und seine Untoten versuchen zu verdrängen und dieses Ziel einzunehmen. Der Ausfall wird irgendwann gelingen. Wisst ihr denn genaueres über dieses Ziel? Unsere Geweihten sind immer noch in der Analyse. Wir befinden uns erst seit 2 Wochen hier. Und ein Vordringen in die Stadt scheint, vor allem in der Nacht, sehr schwierig. Nun, dies liegt in der Natur der Sache. Ihr wolltet speziell mit uns sprechen. Weswegen? Nun, nachdem die Späher berichteten, dass eine Gruppe von Magiern und einem Zwergen, einem massiven Krieger, in Richtung Norden unterwegs sind und sie wohl keine Zeichen des Untodes an sich tragen, hatte ich mich darüber informiert und dann zumindest euch beide erkannt, Morenus und Spogelsen. Dass ihr auf diese probate Falle nicht eingeht, habe ich mir fast gedacht, aber wir reden, also ist es doch geglückt. Rabenmund ist zurück. Und damit meine ich den Älteren. Habt ihr nicht gestern, also heute noch, von dem Raben gesprochen? Wollt ihr mich verarschen? Grüne Sprache, Isarun, ob das jetzt nötig ist. Schnauze. Ihr scheint sehr zornig zu sein. Hauptfrau, wollt ihr mich verarschen? Nein. Answin Gerbald von Rabenmund der Ältere ist zurück. Er steht unter Reichsacht. Nun, welches Reich, wenn er es nicht rettet? Wenn er es nicht rettet? Bitte, was hat er bisher getan? Das hat er nicht getan. Vielleicht solltet ihr einmal mit ihm reden, um seine Argumente vielleicht etwas Aufmerksamkeit zu schenken. Habt ihr jemals mit ihm gesprochen? Habt ihr seine Argumente nachvollziehen können? Selbstverständlich nicht, ich war viel zu jung damals. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mal mit ihm gesprochen habe. War er bei Tella und Bardo am Hof? Und ist er denn hier? Dann können wir doch erst mit ihm reden. Er befindet sich im Hauptlager der Reichsstraße. Ich kann euch gerne zu ihm bringen. Die Reichsacht besteht immer noch über ihn. Das heißt, sobald er das Reichsgebiet betritt, ist er des Todes. Ist ihm das klar? Das ist ihm klar und er legt sein Leben in die Waagschale für das Reich. Also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, sollten wir jemals den Drachen besiegen und Werheim wieder einnehmen, haben wir einen Bürgerkrieg vor uns. Großartig. Aber brauchen wir jetzt unbedingt noch. Das sind Sachen, die wir hinten anstellen müssen, denn unser Hauptziel ist der Drachen, der tot ist, nochmal zu töten. Keine Sorge, der Fürst von Friedland wird lediglich der Partien retten und sich dann wieder zurückziehen. Ihm ist nicht daran gelegen, Kaiser zu werden.
Ja, das ist doch nett von Ihnen. Fürst sagen von Sie Friedland. Alle. Was sagt ihr? Der Fürst von Friedland, der Graf von Werheim und der Baron von Rabenmund. Aber ihr dürft natürlich passieren. Ihr dürft ohne Repression zu erwarten an diesem Lager vorbeiziehen, aber selbstverständlich habe ich Answin auch von euch berichtet. Leomar ist übrigens auch dort. Er hat mich damals befreit. Er ist auch zurückgekehrt? Selbstverständlich. Nachdem ihr mich nach der Reise aus Yol-Gurmak und eurem kleinen weißtopischen Flecken eskortiert habt, mich dann in den Kerkern verrotten habt lassen, hat er mich befreit. Und wer ist jetzt Leomar? Noch ein Verräter. Ja, er wurde in den Norden geschickt, um sich mit den Orks zu prügeln, nachdem er sich einen massiven Fauxpas in Garret geleistet hat. Okay, also wir haben hier eine Reichsverräterin, noch einen Verräter und einen, der unter Reichsacht steht. Der streng genommen auch ein Reichsverräter ist. Und Sie wollen... Wilson, ihr sagt da nicht gerade die Wahrheit. Entweder seid ihr nicht sehr staatskundig oder ihr verwechselt die beiden. Wovon redet ihr genau? Leomar ist der Reichserstmarschall. Er ist derjenige, der eigentlich die Truppen anführen sollte, aber durchgebrannt ist und die Moral der Truppen im Keller gelassen hat, weil er abgehauen ist. Leomar ist derjenige, der mich in Gareth aus den Kerkern befreite. Und dabei seine gesamte Armee im Stich gelassen hat, kurz vor der entscheidenden Schlacht überhaupt, ja. Derjenige, der sich duellierte und daraufhin nach Norden geschickt wurde, ist Alrik Blautern. Tatsache. Jetzt fällt es mir wieder ein. Und Leomar ist auch der, den Afax unbedingt töten will. Aber nun ja. Nochmal für mich zur Rekapitulation. Also diese drei Leute bieten eine Hilfe an bei der Befriedung dieses Landstrichs. Und Alara hatte uns ja auch den Verrat vorgeworfen. Und bei uns ist das ja auch nicht so gewesen. Also, weiß nicht, vielleicht sollten wir mit ihnen reden. Uns zumindest anhören, was sie zu sagen haben. Nun, das tun wir doch gerade. Ja, ich meinte auch mit diesem Reichsacht. Oh, auf jeden Fall werden wir mit ihm sprechen, auf jeden Fall. Ich glaube, Boldax meint nicht, ihn in Ketten legen oder ihm das Schwert in den Kopf hauen, was du jetzt meinst. Boldax meint dieses Reden, dieses Langweilige. Ja, sehr wohl. Wenn es dann dem Reiche dient. Und dieser unter Reichsacht stehende Answin von Rabenmund der Ältere. Er hat diese Armee mitgebracht? Korrekt. Bezahlt, warum jetzt? Angeworben. Wie, warum jetzt? Wenn er nicht jetzt kommt, dann wird das Reich untergehen. Und zwar auf immer warum verloren sein. Nicht während der Schlacht in den Wolken, wo wir ihn hätten gebrauchen können. Wo sehr viele Leben auf dem Spiel standen. Wo sehr viele Leben verloren wurden. Wie soll man denn in der kurzen Zeit von Norden aus seinem Bannland nach Süden ziehen? Und dann noch dazu eine große Armee anwerben?